Willkommen zurück bei einem neuen Let's News mit Hyrule. Nachdem das letzte Video über EA, Steam und PUBG so gut ankam und auch zu Diskussionen in den Kommentaren als auch in anderen Streams angeregt hat, dachte ich mir, wieso nicht, kann man doch noch ein Video draus machen. Und zwar heute sprechen wir über Nintendo. Nachdem Nintendo neulich das Nintendo Labo, wenn man das so ausspricht, angekündigt hat, ist nochmal einiges passiert. Wer nicht weiß, was dieses Labo ist, das ist einfach ein Set aus Karton. Und das kann man dann in verschiedene Figuren und Gerätschaften zusammenstecken, zusammenbasteln, anmalen und was weiß ich nicht alles. Und dann kann man praktisch mit diesem aus Pappe bestehenden Zeug und seiner Switch dann zum Beispiel Klavier spielen. Man kann sie als VR-Brille verwenden. Man kann jegliche Sachen damit machen. Eigentlich eine mega geile Idee. Leider wurde es von vielen in der Luft zerrissen. Ich bin dort aber auch eher positiv gesinnt. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Idee haltet. Und ja, wie gesagt, seitdem ist nochmal einiges passiert. Nintendo hat des Weiteren angekündigt, dass der beliebte Arcade Racer Mario Kart auf die Smartphones kommen wird, mit einem normalen Mario, mit einem normalen Super Mario haben sie ja schon etwas Fuß in der Smartphone-App-Branche gesetzt und jetzt wollen sie mit Mario Kart nochmal ein richtiges Standbein dort setzen. Es soll bis spätestens März 2019 veröffentlicht werden, also allzu lang muss man gar nicht mehr warten. Ob das ein Erfolg wird, weiß ich nicht. Ich persönlich, für meine Gedanken und so weiter, glaube, das wird nichts. Das wird nichts, da ein Racer auf dem Handy meistens eine sehr komplexe bzw. komische Steuerung hat und es meines Empfinden her einfach keinen Spaß macht. Aber wir lassen uns da auf jeden Fall mal überraschen. Auch gerne hier dürft ihr eure Kommentare unten absetzen, was ihr davon haltet, wie ihr das seht, ob ihr vielleicht Bock auf sowas hättet oder ob ihr gar nicht daran interessiert seid. Einfach alles in die Kommentare. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Thema, beziehungsweise auch zum Hauptthema. Das ist nämlich, glaube ich, etwas, worauf sehr viele Menschen gewartet haben und was sehr viele Menschen jetzt wirklich fasziniert sozusagen und etwas hypt natürlich auch. Und zwar wäre das ein Super Mario Film. Nintendo hat jetzt offiziell angekündigt, dass an einem Super Mario Film gearbeitet wird, da muss man dann nur hoffen, dass er nicht so wird wie der Super Mario Bros. Film von 1983 mit Bob Hoskins und John Leguizamo in der Hauptrolle oder in den Hauptrollen als Mario und Luigi, weil der Film, wer ihn gesehen hat, der weiß Bescheid. Ja, also Nintendo hat auf jeden Fall offiziell nun angekündigt, dass ein Film, also an einem Film gearbeitet wird. Dieser soll animiert sein, nicht real. Das ist schon mal positiv. Und die Produzenten sollen Chris Meledandri sein. Das ist der Chef von Illumination. Illumination, das Filmstudio bzw. das Animationsstudio, kennt ihr vielleicht von den Minions-Filmen bzw. auch von den Ich einfach unverbesserlich-Filmen. Und der andere Produzent wird Shigeru Miyamoto sein. Vielleicht kennt den auch der ein oder anderen von euch. Das ist der Erfinder, der Schöpfer von Mario. Sprich, die Erwartungen sind dementsprechend hoch. Aber ich glaube, das wird ziemlich fett werden. Warten wir ab.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne ein Like da lassen. Schreibt Kommentare, was ihr von den ganzen Themen haltet und so weiter. Schreibt auch in die Kommentare, was ich vielleicht verbessern könnte und so weiter. Ich versuche jetzt in diesem Video auch, das werdet ihr dann gesehen haben jetzt gerade, versuchen so ein bisschen mehr Bilder und vielleicht auch noch Stücke von Videos einzufügen. Also etwas mehr Arbeit reinstecken als beim letzten Mal. Und ja, dann, wie gesagt, lasst doch ein Like da, abonnieren nicht vergessen, falls ihr noch nicht habt. Und natürlich dürft ihr es auch sehr, sehr gerne teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.